Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin soeben durch meine Make-up-Schubladen gegangen und habe mir überlegt, da sind einige Produkte drin, die eigentlich weg sollten, weil das Mindestablaufdatum, Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist abgelaufen. Und ich dachte mir, vielleicht gehen wir einfach noch mal so bisschen durch meine Drogerieschätze durch, die wir vergessen haben oder die ich zumindest vergessen habe. Und vielleicht geht es ja bei den ein oder anderen Produkten ähnlich oder genauso. Ich habe hier eine ganze Kiste voll mit Drogerieprodukten, die mal meine Favoriten waren, die ich sehr, sehr gerne und regelmäßig genutzt habe oder die meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier gemeinsam versammelt sind, um ein bisschen über meine Drogeriefavoriten zu sprechen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen wunderschönen Tag und ich würde vorschlagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt mit dem Video. Ich habe eine kleine Standpauke von meinem YouTube-Berater bekommen. Ich habe von YouTube jemanden zugeteilt bekommen, der mich unterstützt, wenn ich Fragen habe. Und er hat mir gesagt, dass ich euch sagen soll, dass viele Leute zwar meine Videos schauen, aber nicht abonniert haben. Ich sage das immer wieder, dass ich mich darüber freuen würde, aber vielleicht, wenn YouTube das sagt, dann naja. Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Und ihr könnt mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, das hilft mir tatsächlich am meisten. Schreibt irgendein Emoji in die Kommentare, dass YouTube sieht, dass ihr euch für meine Videos interessiert und dass Leute sich für meine Videos interessieren. Im Moment ist es recht schwierig für uns Beauty-YouTuber, ihr habt es vielleicht mitbekommen, auch bei mir oder bei anderen, dass das alles im Moment so ein bisschen schwierig ist. Okay. Hier ist die Kiste, Freunde, und wir starten mit einem Primer bzw. einer Creme. Und das ist der So Cozy Cold Cream Primer von Rival Loves Me. Der war in einer Limited Edition drin und das ist einer meiner absoluten liebsten Primer aus der Drogerie gewesen. Denn das ist im Prinzip 1:1 die Magic Cream von, wie heißt die gute, Charlotte Tilbury. Sehr, sehr pflegend, sehr reichhaltig, perfekt für den Winter. Sie war auch in einer Winter Limited Edition verfügbar, ist jetzt leider nicht mehr. Aber Freunde, ich gebe mein Bestes, dass er irgendwann wieder in die Drogerie kommt. Aber vielleicht habt ihr ihn noch zu Hause. Ihr seht sofort auf meiner Haut dieses fast schon speckige, cremige Gefühl. Das fühlt sich auch so an, nicht ölig, sondern einfach nur richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Der hat damals 2,50 Euro, 3,50 Euro gekostet und ist sehr, sehr gut, vor allen Dingen wirklich, wenn es richtig, richtig kalt ist und die Heizungsluft ist an. Ihr sitzt im Büro und eure Haut fühlt sich abends trocken an. Damit nicht. Ihr seht sofort, die Haut ist gepflegt, es polstert die Haut auf. Und den mochte ich sehr, sehr gerne. Aktuell als Alternative habe ich hier die Mixercreme mit Panthenol und, was ist hier noch drin, parfümfrei für Kinder und Erwachsene. Das ist eher so eine Handcreme oder so eine Schrundencreme. Gebe ich mir gerne ins Gesicht, weil ich habe das Gefühl, dass die Haut dann einfach den ganzen Tag über richtig, richtig schön glowy und frisch ist. Denn ich habe eine Foundation rausgesucht, die steht stellvertretend für eine andere. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht an eine meiner ersten Videos. Und da hatte ich die Maybelline Superstay Foundation. In der Farbe Tawny, glaube ich. Oder Tawny war Estee Lauder? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall diese Foundation rauf und runter. Ich bin bestimmt durch 10 oder 15 Flaschen durch. Es gab nur diese Foundation auf meinem Kanal. Und Maybelline hat die jetzt so ein bisschen überarbeitet und hat daraus die Superstay Active Wear Foundation gemacht. Das ist eine aus Großbritannien. Also das ist nicht die deutsche. Ich habe die damals nämlich gekauft, da gab es die noch gar nicht in Deutschland. Die kam in Deutschland im April raus und ich habe die irgendwie im Februar oder so schon bei Beauty Bay gekauft. Riesendrama, da war nämlich gerade so Brexit ging los mit, es bleibt alles im Zoll hängen. Das ist eine Foundation, die ist sehr, 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 sehr dickflüssig. Die ist sehr pastig, aber hat einfach eine ultra große Deckkraft. Ich nehme mein Microfiber Multitool und wir machen erstmal eine halbe Seite. Ihr seht sofort, auf der Haut ist keine Bewegung mehr. Da ist nichts mehr. Mein ganzes Leben, was ich mir gerade mit dem Primer ins Gesicht gegeben habe, ist weg. Aber in ungefähr einer Stunde, in zwei Stunden, wenn sich die Foundation mit der Creme verbunden hat, dann wird das Ganze richtig, richtig schön. Das ist jetzt die Farbe 40 vorn. Das war früher immer meine Farbe. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich auch schon früher Probleme hatte, meine Foundation-Farbe zu finden. Oder ob ich jetzt gerade einfach so ein bisschen anders bin.
keine Ahnung, aber die Foundation, die hält den ganzen Tag. Es gibt ein ganzes Video, ich gucke mal, dass ich euch das hier in der Ecke verlinkt kriege. Die hält, die ist drauf, die ist matt und die bleibt auch so. Außer ihr benutzt halt einen Primer, der so ein bisschen Feuchtigkeit spendet. Also ich kriege natürlich immer wieder, vor allen Dingen auch auf TikTok, da ist gerade recht viel los bei mir, was Fragen angeht, was ich für Foundations empfehlen kann für verschiedene Hauttypen. Und das ist eine Foundation, die würde ich empfehlen, wenn man eine etwas ölige Haut hat, eine etwas bis stark ölende Haut hat. Wenn man nur leicht ölt, dann braucht ihr da kein Puder. Also die settet sich komplett von selbst. Vorsicht, nicht erschrecken, ich bin's. Gestern war Halloween, heute ist es bei mir Halloween. Also Farbe ist offensichtlich nicht ansatzweise die ich brauche. Geht nochmal mit einem anderen Schwamm hier rüber, über so kleine Stellen. Ich mische halt einfach immer so ein bisschen, ne? Entweder Beauty Sponge und Microfiber Multitool. Mittlerweile bin ich bei Microfiber Multitool, dass ich freue mich jeden Tag. Jeden Tag darüber, wenn ich mich abschminke, weil das einfach Wasser, nass, zack, weg, fertig. Aber natürlich ist die Foundation definitiv nicht ansatzweise das, was ich brauche. Ich habe aber einen Concealer und das ist der Catrice Liquid Camouflage High Cover Concealer. Das war auch früher so. Das ist verrückt, ne, wie sich das so geändert hat. Passt sogar farblich zu der Foundation. Wie sich das so geändert hat. Ich habe den früher rauf und runter getragen. Oh, ich liebe den Duft. Liebes Catrice Team, den Duft als Parfum bitte. Der ist sehr, sehr deckend gewesen damals, ist er jetzt immer noch, ne? Aber im Vergleich zu dem, was wir heute in der Drogerie haben, ist das ein Durchschnitt. Das ist ganz verrückt, wie sich diese Make-up-Techniken und auch diese Make-up-Vorlieben der Konsumentinnen und Konsumenten geändert hat. Ich mag den immer noch sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt eine schon deckende Foundation drunter habe, wenn ich nur so eine leichte Foundation trage. Dann ist mir hier die Deckkraft auf der einen Seite zu hoch, weil ich finde, das sieht immer so ein bisschen schwierig aus. Auf der anderen Seite ist sie mir dann aber auch zu gering, weil er nicht die Augenringe korrigiert, die ich habe. Boah, ich sehe wirklich aus wie ein Gespenst oder als wäre ich sehr, sehr krank. Base ist drauf. Maxim Giacomo Gedenk-Make-up-Look 2018. Vielleicht auch 17. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe einen Puder und das ist von Tara, von Tamtam Beauty. Das ist das Loose Translucent Powder. Ganz, ganz tolles Puder. Und ich habe es auch mit reingenommen, weil ich finde, dass Tara, sie ist eine ganz, ganz tolle Seele. Ich habe neulich von einer Zuschauerin mitbekommen, dass Tara über mich gesprochen hat in einem Video. Und da habe ich mich natürlich mega drüber gefreut, weil Tara ist so eine YouTuberin, die habe ich schon immer geschaut, bevor ich überhaupt YouTube gemacht habe. Und schaut euch bitte das einmal an. Das ist ein so, 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 so tolles Puder. Und ich würde mir wünschen, dass Tara das entweder wieder rausbringt über ihre eigene Marke oder die Formulierung verkauft oder so. Tara, text me. Ich kaufe dir diese Formulierung ab, wenn du sie nicht mehr haben möchtest. So, so schön, so weich zeichnend, so frisch und so günstig. Hier ist, was ist hier drin? 15 Gramm. Damit kommt ihr, wenn ihr nicht so übertreibt wie ich, Jahre. Oder ein Jahr mindestens. Sehr, sehr schön. Ich lasse das kurz so ein bisschen drauf und gehe dann einfach mit meinem Pinsel hier so ein bisschen rüber und verblende das. Das hinterlässt kein Whitecast. Das hinterlässt kein so ein Grauschleier, sondern das ist wirklich ganz, ganz toll. Boom. Fertig. Weich gezeichnet. Wir können weitermachen. Und jetzt da habe ich ein bisschen Angst. Erinnert ihr euch? Das ist der Wild Bronze and Glow Bronzer von L'Oreal. Dieses Ding hat mich damals inspiriert, das Design meiner Catrice Palette zu machen, weil das optisch total cool war. Dieses Reptilienmuster in diesem Bronzer. Aber ich glaube, ihr könnt schon sehen, der ist auf der einen Seite furchtbar warm, furchtbar rot, aber der hat einen Glow mit drin. Und wenn man es nicht übertreibt, und ihr kennt mich, Freunde, es wird wahrscheinlich gleich richtig, richtig schief gehen, dann ist das richtig schön. Ich gehe jetzt hier mal ganz leicht rein und vor allen Dingen im Sommer, wenn man so einen leicht gebräunten Hautton schon hat oder wenn man auch selber schon dunkel ist, seht ihr, wie schön der sich einblenden lässt. Vor allen Dingen in diese pudrige Textur jetzt von der Foundation und dem Bronzer und dem Puder von Tara. Man darf es nicht übertreiben. Ihr seht schon, hier ist viel zu viel. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen stärker einmal über mein komplettes Gesicht, weil ich das natürlich so ein bisschen anpassen möchte. Aber auf der Haut ein sehr, 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 sehr schöner Bronzer. Und ich würde mir wünschen, dass es den irgendwie nochmal gibt, aber nicht so
nicht so rot, weil ihr seht schon, ne, jetzt auch im Vergleich mit der Foundation ist der sehr warm, sehr so ein bisschen orange. Aber von der Textur her, vom Finish her auf der Haut, wunderschön. Der ist riesengroß, das sind 18 Gramm. Das ist doppelt so groß wie ein üblicher Bronzer. Das heißt, er hält natürlich demnach auch recht lange. Passt mir das Ganze noch so ein bisschen an, aber ich glaube, ihr könnt sofort auf der Haut erkennen, wie schön das ist. Ich hatte schon lange nicht mehr ein so unpassendes, so Full-Coverage-Make-up drauf, oder? Ich habe mich verbessert, muss ich wirklich sagen. Aber immer noch nicht optimal. Ich bin nicht Niki Tutorials. Aber wir verändern uns. Und das liegt natürlich jetzt auch mittlerweile daran, dass ich mich einfach sehr, sehr viel mit Produkten auseinandergesetzt habe. Und die ganze Zeit, auch wenn ich nicht drehe, hier sitze und schminke und schaue, wie funktioniert dieses Produkt, wie funktioniert dieses Produkt. Und that's a look. Ich möchte einen Blush auftragen und das ist einer von Sleek. Und auch bei Sleek habe ich jetzt vor allen Dingen mit reingenommen, ist auch so eine Marke, die recht wenig Aufmerksamkeit kriegt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sollte ich mich wirklich damit mal so ein bisschen auseinandersetzen. So ähnlich wie ich es bei Max Factor gemacht habe und bei Art Deco. Bei Art Deco ja jetzt mittlerweile auch in der Drogerie Platz gefunden hat. Da freue ich mich natürlich sehr. Aber auch der Blush ist sehr, sehr schön. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sleek den Sprung verpasst hat in Richtung, wir machen was Spannendes für die breite Masse an Konsumenten. Weil das Packaging, das ist halt extrem schlicht und extrem langweilig. Aber die Sachen entsprechen halt preislich nicht dem Packaging, muss ich sagen. Also das ist nicht günstig, sondern das ist schon so L'Oreal-Preis. Und dafür passt das Packaging nicht. L'Oreal, abgesehen davon, dass es L'Oreal ist, und lassen Sie sich packaging-technisch für Drogerie-Make-up halt immer was einfallen. Und das ist bei Sleek halt nicht. Das ist wahrscheinlich auch das Ziel von Sleek, aber es hat halt nicht mehr so die Plattform. Aber wenn ihr wollt, mache ich dazu auch ein Video und setze mich intensiver mit dem Thema auseinander. Ich habe eine Highlighter-Palette und das ist diese hier von Batik. Ich war damals auf dem Event von Dagi und das ist diese hier. Die ist so ein bisschen bunt, aber die Highlighter sind krass gewesen. Und auch, es gab so ein paar Tops, es gab so ein paar Flops. Ich gehe einfach hier ganz leicht rein, der ist extrem intensiv. Diese Contouring- und Bronzing-Palette war der Shit. Die war so, so gut und es ist wirklich schade, dass das so, glaube ich, nicht mehr gibt. Aber das ist okay. Also wir haben die, die was haben wollten, haben natürlich auch was bekommen. Das ist auch so eine Palette, auch von der Haptik her und vom Gewicht her sehr, 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 sehr hochwertig und dem Preis entsprechend. Ich weiß, dass es damals sehr, sehr viel Ärger gab dafür, dass die Zielgruppe von Dagi eigentlich so jung sein sollte, was ich nicht so mehr unterschreibe heute, weil sie ja auch einfach eine erwachsene Frau geworden ist. Und wir werden ja mit unseren YouTubern, die wir lange schauen, auch älter. Und deswegen war es preislich okay, aber die Qualität hat halt nicht überall gestimmt. Hier definitiv gab es ganz, ganz tolle Produkte von, unter anderem diese Highlighter-Palette. Ich habe sie jetzt wirklich nur minimal aufgetragen, so dass man sagen kann, okay, that's okay. Ich habe euch mal ein kleines Stückchen näher geholt. Ich gehe ganz kurz durch meine Augenbrauen, um die so ein bisschen in Form zu bringen. Ich nehme jetzt hier einen von Art Deco. Den benutze ich sehr, sehr gerne. Also der ist sehr schnell, sehr einfach. Zack, so ein bisschen aufhellen. Ich mache mittlerweile, seitdem ich das Augenbrauenserum benutze, nicht mehr viel. Komme ich bald zu. Aber ich sehe es schon. Ich glaube, ihr auch. Wir machen weiter mit Lidschatten und da habe ich diese Palette rausgeholt. Das ist die Revolution X Kisu Palette. Sieht so aus, habe ich damals wirklich rauf und runter getragen. Die Palette sieht richtig, richtig mitgenommen aus. Aber das ist eine Palette, die haben viele von euch mit Sicherheit zu Hause und ich wollte sie einfach nochmal rausholen, weil das ist eine sehr, sehr schöne Herbstpalette. Und ich finde, das ist so ein bisschen immer das Problem und ich definitiv trage ich natürlich auch mit dem Content, den ich mache, dabei. Dass wir diese Fluktuation an Make-up-Produkten haben, dann haben wir sie, dann landen sie im Schrank und dann benutzen wir sie nicht mehr. Dann kommt halt im Herbst wieder eine neue Palette raus und dann sagen wir, oh, das ist die schönste Herbstpalette. Aber dass wir schon eine Herbstpalette zu Hause haben, das haben wir dann so ein bisschen vergessen. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich die jetzt einfach nochmal hier raus. Das ist die Farbe Hype. Das ist so ein richtiger, richtiger, dreckiger Senfton. Ist für den Herbst wunderschön. Trage ich mir hier oben einmal auf. Wir machen heute einen schnellen Look. Ich möchte jetzt, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie es euch geht. Wollt ihr Tutorial-Palettenmaker
Parts haben oder wollt ihr, dass ich euch die Produkte zeige und das dann einfach schnell auftrage, weil das ist ja jetzt, also bei einer Review ist es was anderes. Aber die Palette habe ich, glaube ich, 17 Mal reviewed. Da brauche ich jetzt nicht sagen, ob sie gut ist oder nicht. Wenn sie nicht gut gewesen wäre, dann hätte ich sie auch nicht mehr. Also da bin ich auch wirklich rigoros. Ich habe einige Influencer-Paletten auch mittlerweile aussortiert, weil ich dazu einfach nicht gegriffen habe oder einfach auch... Das ist nochmal ein anderes Thema. Komme ich vielleicht irgendwann zu. Ich blende mir das hier richtig, richtig schön aus. Und ihr seht, die Farbe ist auf dem Auge. Ist verrückt, ne? Die Palette kam, glaube ich, 2018 raus. 12 Monate sind definitiv abgelaufen. Aber ich gehe jetzt in die Farbe Oktober. Der ist nämlich gerade vorbei. Und blende mir die Farbe hier einfach mit rein. Sehr, 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 sehr schöne Herbstpalette. Das ist so eine klassische Kisu-Palette. Und ich weiß, dass Kisu die auch immer noch regelmäßig benutzt. Die hat, glaube ich, arbeitet, glaube ich, nicht mehr mit Revolution zusammen. Was schade ist. Ich hätte mich auf eine zweite Runde gefreut mit der Palette, aber das ist natürlich immer so ein bisschen... Auch dazu komme ich bald. Das ist immer so gemein. Ich würde halt immer gerne was erzählen, aber ich darf es tatsächlich einfach nicht. Sonst macht mir mein Anwalt einen Strich durch die Rechnung. Oder die Rechnung wird größer, sagen wir so. Sehr, sehr schöne Farben. Schön für den Herbst. Weiter geht's. Dann gehe ich in die Farbe Vampire. Das ist ein richtig schöner, dunkler Ton. Aber tatsächlich hat sich die Textur mittlerweile geändert. Also die ist nicht mehr so pigmentiert wie damals. Beziehungsweise nicht mehr so creamy. Na klar, irgendwann trocknen die Farben einfach aus. Ist immer noch gut, aber nicht mehr das, was sie mal war. Und dann gehe ich in die Farbe Clumsy. Und krass, die ist echt trocken. Ich nehme mal meinen Finger. Ja, dann habe ich so ein bisschen Öl von meinem Finger. Und kann das ein bisschen weiter aufbauen. Es geht noch, aber es ist tatsächlich einfach nicht mehr das, was es mal war. Als Inner Corner Highlight nehme ich die Farbe Rose Gold. Auch die ist richtig crusty schon. Ich trage meine Mascara auf und das ist die Unlimited Mascara. Die hat halt diesen coolen Bürstchenkopf. Ich mochte die sehr, sehr gerne, aber ihr wisst, ich bin bei Mascara sehr, sehr vorsichtig, was die Zeit... Oh, wow. Das ist so krass, ne? Weil wenn die jetzt heute rauskommen würde, das ist so eine Mascara wie die Sky High Mascara. Die Drogerie wäre leergefegt damit. Seitdem ich die Augen operieren ließ, wow, sorry, Goethe. Seitdem ich meine Augen operiert habe, bin ich sehr, sehr vorsichtig, was ich an meine Augen gebe. Und ich glaube, dass das einfach nicht mehr sein muss. Ich wollte mir noch zwei Produkte auf die Lippen geben. Und da habe ich hier einmal aus der... My Power is Earth oder My Power is Reihe von Essence, den Lippenstift. Auch der ist jetzt bald durch. Bin ich durch meine Lippenstifte gegangen und habe bestimmt 20 wirklich verschimmelte Lippenstifte weggeworfen. Eigentlich wollte ich das filmen, aber ich hatte irgendwie Zeit und dann dachte ich mir, na gut, gehst du einfach mal durch und wirklich 20 Stück habe ich weggeworfen, weil da wirklich weißer Pelz drauf war. Es sah aus wie Camembert. Deswegen, falls ihr am Wochenende Zeit habt, schaut euch mal wirklich jeden Lippenstift an. Riecht dran. Guckt, ob da irgendwelche Bubbles dran sind, ob da ein Pelz drauf ist, die ihr lange nicht mehr benutzt habt. Und dann werft die bitte weg, so traurig es auch ist. Ich nehme noch einen Gloss, auch der ist von Tara. Tolle Textur. Tara, I miss you. Und das ist einmal mein fertiger Look mit Drogerieprodukten, über die keiner mehr redet. Ich bin sehr gespannt, welche Produkte ihr vielleicht noch in eurer Schublade habt, die ihr nicht mehr benutzt. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt irgendwas, wirklich irgendwas in die Kommentare. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.